Sind Sie neugierig darauf, was aus meinem Schmetterlingsgarten geworden ist, den ich neulich angepflanzt habe? Dann lade ich Sie jetzt ein, ihn mit mir gemeinsam zu bewundern. Schauen wir mal, was es hier so alles gibt in meinem Schmetterlingsgarten. Zunächst mal gibt es Hummeln. Die naschen am Büschel schön. Das hat seinen Namen sicherlich zu Recht. Denn das ist eine wunderschöne Pflanze, die herrlich duftet und sehr attraktiv ist für Hummeln und Bienen und alles andere, was Flügel hat. Kornblumen haben wir hier. Und Sonnenblumen, ja genau, Sonnenblumen gibt es auch bald. Und noch viele andere schöne Blüten. Blaue und lila und gelbe und weiße. Und rosafarbene und kleine und hohe Blumen. Solche, die noch kommen, die noch gar nicht blühen. Und solche, die schon fast verwelkt sind. Und dann gibt es neben den Hummeln natürlich noch viele andere Insekten. Beispielsweise haben wir hier einen Marienkäfer. Der sitzt auf dieser Pflanze. Und Ameisen gibt es hier auch. Sieht aus wie Unkraut, ist aber eine blühende Landschaft. Und Schmetterlinge gibt es hier leider nicht. Habe ich noch nicht gesehen, aber die kommen vielleicht ja noch. Egal. Alles andere ist da, was das Herz erfreut. So, und ich bin so stolz auf mein kleines Schmetterlingsgärtchen und dann sehe ich ein Riesenfeld, ganz bei uns in der Nähe, genau mit den Blümchen, die ich da auch gepflanzt habe. Und hier sind natürlich tausende von wunderschönen Schmetterlingen unterwegs. Also es ist ja ein bisschen lächerlich, mein Gärtchen. Hier ist zum Beispiel ein Schmetterling, ich weiß nicht, ob man den jetzt sehen kann. Ein bisschen lächerlich, mein Gärtchen, aber trotzdem habe ich auch ich etwas für den Naturschutz getan. Und wenn wir das alle tun, so wie der Bauer, der das hier offenbar gemacht hat, uns alle ein bisschen mehr bemühen um die Umwelt, dann gibt es auch wieder mehr Insekten, mehr Vögel, mehr Lebewesen bei uns in den Städten. Sogar in einer Industriestadt wie Wesseling. Im ersten Schöpfungsbericht im Buch Genesis Kapitel 1, da heißt es, dass der Mensch über Gottes Schöpfung herrschen soll. Das bedeutet natürlich nicht, dass er die Umwelt ausbeuten soll, der Mensch, sondern er soll sie bewahren und schützen. Und das können wir alle. Und sei es nur, indem wir so ein Gärtchen anpflanzen.